Da ist bei mir vom VfL Maschen eine englische Woche gehabt und ist geendet mit einem wunderbaren Derby. Ihr habt am Sieg geschnuppert. Was ist deine erste Einschätzung? Ja, ich denke mal, das Unentschieden geht in Ordnung. Ich glaube, beide Mannschaften können das Ding am Ende gewinnen. Ich glaube, wir haben ein gutes Derby, ein faires Derby gesehen. Und hier haben sich zwei Kreisliga-Mannschaften gesehen, die auf jeden Fall Gas geben, die das Herz auf den Platz lassen. Ich glaube, das ist auch das Richtige. Ja, genau. Ihr wart aus meiner Sicht überzeugend. War das der Plan, dass ihr damit über Konter kommt und dann gerade in der zweiten Halbzeit habt ihr ja die eine oder andere Chance gehabt, ne? Ja, also mit unseren schnellen Leuten vorne über die Außen auf jeden Fall auf Konter erstmal. Aber ansonsten hat unser Spiel mit dem Ball mir noch gar nicht so gut gefallen. Ja. Da können wir noch mehr machen, noch mehr Dominanz ausstrahlen. Ja. Da haben wir Ramelsloh zu viel den Ball gelassen, haben uns auch zu weit hinten am Ende reingestellt. Aber ich denke, dass das ein guter Anfang war zum Heimspielauftakt hier vor einer Menge Zuschauern. Ja, genau. Über 200 Zuschauer. Dann hast du den Mittelstürmer früh ausgewechselt. Gab es da eine Verletzung oder einfach nur taktischer Natur? Nee, gesundheitliche Gründe. Der war die Woche krank, der konnte nicht mehr. Okay, hier fliegt ein Ball. Ja gut, aber mit 4 Punkten kann man aufbauen. Wie siehst du die Kreisliga? Ihr könnt bestehen. Ja, die Kreisliga ist, glaube ich, dieses Jahr wahnsinnig stark. Ich sehe Este als ganz klaren Favorit erstmal. Das ist eine super Truppe, aber ansonsten sehe ich eigentlich keine Mannschaft, wo ich sage, die wird unten mitspielen, sondern irgendwie alle können jeden schlagen. Das Einzige, was bei mir halt ist, ist Este, wo ich sage, die sind top, aber sonst würde ich jedem alles zutrauen. Ja, genau. Und wie gesagt, das war heute irgendwo Werbung für einen Fußballsport, für den VfL Maschen. Tolle Stimmung, tolle Seevetal-Derby. Und genau. Für euch geht's weiter. Alles Gute. Alles Gute, danke. Maurice Heisig ist bei mir, Seewe-Derby gespielt und kurz vor Schluss den Ausgleich erzielt, also einen Punkt mitgenommen. Muss man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ein rassiges Derby hier um 19:30 auf dem Freitag. Geile Kulisse, wie immer hier. Und ich glaube, ein gerechtes 2:2. Genau, du hast den Elfmeter geschossen. War das so abgesprochen? Bist du da bestimmt für die Nummer 1? Nummer 1 eigentlich nicht. Also Marvin Gnad ist sonst immer bei uns der die Elfmeter schießt, war heute nicht dabei. Und dann ist es eigentlich der erste Mal zuerst. Ich habe mich gut gefühlt, habe den Ball genommen, unten links rein. Wichtiges 1-1. Ich sag mal, die Maschen kamen gerade stark aus der Halbzeit. In der 48. 1-0. Ich glaube, 55. oder so war der Elfmeter zur richtigen Zeit. Haben alle die Köpfe hochgekriegt. Von daher ganz, ganz wichtig. Genau. Und wie geht das für euch weiter? Nächstes Heimspiel, hast du es im Kopf? Ja, nächste Woche Sonntag. Ich meine, Fleestedt ist zu Hause. Ja. Fleestedt, also wieder ein Derby. Wir blenden das ein. Und der Auftakt ist gemacht, weil ihr habt ja jetzt erst ein Spiel. Ne? Also genau. Das ist hier war spielfrei. Ramelsloh hat Schützenfest gefeiert. Das ist ja auch wichtig. Genau. Ne? Alles klar. Für eure Saison. Alles Gute. Danke.